Ja Leute, weiter geht's hier mit einem neuen Video von City Survival 3 und heute gibt es mal ja einen anderen Skin hier, ne? Eigentlich sollte zurzeit ein 30-Tage-Projekt laufen, wo ich diesen Skin brauche, aber ja, das läuft jetzt eben doch nicht. Deswegen kann ich den Skin eigentlich auch wieder ändern, aber ja, habe ich bisher noch nicht gemacht. Bin halt immer zu faul für sowas, ne? Beziehungsweise denk mir, naja, keine Ahnung, ist halt nicht so wichtig. Und ja, ansonsten, was gibt's hier zu sagen zum Projekt? Es ist auf jeden Fall einiges passiert. Ich habe zwischendurch gestreamt und ein bisschen was gebaut, für die Stadt sogar. Und ja, das kann ich ja erstmal zeigen. Ansonsten, ja, mein Grundstück wurde abgerissen, hat jetzt irgendwer neu gebaut. Ich weiß auch nicht, da ist jetzt jemand neu auf dem Server anscheinend wieder. Und ja, jetzt erstmal hier zum Haus. Also das hier habe ich gebaut, zusammen mit Keanu. Und ja, das ist eben so ein Kartoffelhaus hier, ne, wo dann es richtig Kartoffeln gibt, ne, kann man ja so sagen. Okay, Bruchstein nehme ich wieder mit. Jedenfalls hier, ja, kann man sich halt die Sachen abholen von der Farm. Und ja, dann, was gibt's noch? Ich glaube, hier ist dann halt auch noch ein bisschen was weitergebaut worden. Das hier müsste ja von Keanu das Haus sein. Habe ich so auch noch nicht gezeigt, vor allem das hier kenne ich noch nicht. Finde ich ziemlich cool, das Design mit den Blättern, ne. Hat so sehr was von einem 3D-Ding, ne? Also gefällt mir mit den Treppen. Und ja, dann hier so eine Chill-Lounge oder so, keine Ahnung. Hier würde ich aber tatsächlich noch gerne so Mauern auch sehen. Also wie auf der Seite. Wäre eigentlich ganz cool, Alter. Ich baue die jetzt einfach hierher, ne? Wie so ein böser Junge, ja. Keine Ahnung. Und dann, ha, kann er nichts dagegen machen. Ja, hier haben wir dann anscheinend noch ein Lager, so ein kleines, ne? Okay, dann hier geht's hoch in sein Haupthaus. Ach stimmt, ja. Das ist dann das hier, das hat er jetzt verbunden. Interessant, weil vorher war es so, dass nur der Keller irgendwie existiert hat und das nicht so richtig verbunden war hiermit. Aber mittlerweile macht sich das schon, ne? Und ja, irgendwie hat Keanu ja auch für mehrere Leute das Haus gebaut, das hat er mir im Stream erzählt. Auch interessant. Und was ist das hier genau? Irgendwie ist ja was explodiert, wie es aussieht, ne? Ich weiß nicht, ich kann das ja mal hier kurz fixen oder so. Ja, mache ich einfach mal so auf Ehrenbasis. Da hinten ist auch noch ein Ausgang, okay. Hier kann man ja auch noch mal ausleuchten, ne? Also ich will ja den Leuten nur helfen, damit hier keine Mobs spawnen und sowas nicht nochmal passiert mit den Explosionen. Okay. Ja gut, das sieht schon mal ganz nett aus. Also es ist auf jeden Fall ein anderer Stil als das. Und ja, hier wird sich anscheinend Mühe gegeben, aber ja, das Dach, das müsste noch einen nach außen, weil so sieht das echt komisch abgeschnitten aus. Ja, dann hier mit Glocke sogar. Ah, ich glaube, das hier ist das Haus von, nee, warte mal, von Merlon, genau, stimmt. Der wurde übrigens auch gebannt irgendwie jetzt, ne, weil der angeblich gegrieft hat immer wieder. Ich weiß nicht, vielleicht war das sogar das mit meinem Haus, ne, was er gemacht hat, oder ja, eigentlich ist es ja das Haus von Rietz und mir gewesen. Diese komischen 5 Blöcke. Ich weiß gar nicht, ob man die in der letzten Folge gesehen hat. Ich glaube schon. Ja, jedenfalls ist das jetzt halt weg. Und ich habe mir dafür diesen Holzklotz gebaut, ne? Diese Mini-Version davon. Den hatte man, glaube ich, auch schon gesehen, letzte Folge. Naja. So, ich kann nochmal auf die andere Seite der Stadt gucken, weil da gibt es auch noch einige Neuerungen. Und ja, deswegen zeige ich die mal. Ah ja, was ist hier noch? Na gut, das ist dann sowas hier, ne? Und ja, das Projekt kommt jetzt nur noch einmal die Woche, habe ich mir überlegt. Also, ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich halt nicht genug Content so richtig, weil ich wirklich hier oft Rückschläge erlitten habe in dem Projekt. Und da weiß ich halt nicht so genau, wie ich die Folgen sonst füllen soll. Also, wenn ich jetzt hier mehr Folgen die Woche bringen würde und mehr Folgen auch aufnehmen, da, ja, ich muss halt immer ein bisschen warten, bis ich wieder eine Folge aufnehmen kann, weil ich wirklich nicht so viel spiele hier. Ich bin halt in letzter Zeit wieder selten dazu gekommen. Ja, obwohl ich gesagt hatte, ich fange jetzt wieder an, ne? Da wurde dann direkt wieder mal nichts raus und ich war 4 Tage nicht auf dem Server. Jetzt bin ich heute mal wieder da, versuche jetzt wieder anzufangen. Naja, mal sehen, wie lange es dieses Mal anhält. Ja, und die anderen, die bauen und machen und tun, die kommen voran. Weiß ich nicht, also Shandy zum Beispiel, der schafft halt extrem viel hier. Und das ist halt schon heftig irgendwie. Ich komme halt nicht so richtig dazu, dieses Projekt hier zu zocken. Ja, und wenn ich dann halt auch mal da bin, dann bin ich immer so unproduktiv. Zumindest war es neulich im Stream auch so, ich weiß nicht. Na gut, im Stream ging es eigentlich, da habe ich wieder ein bisschen mehr geschafft. Aber davor immer, wenn ich ja mal gezockt habe, ja, ich habe dann immer so wenig geschafft und das demotiviert halt auch.
Vor allem, wenn du dann stirbst und wieder alles verlierst, ne? Und alles verstreut ist, das ist halt echt nicht so geil. Und ja, ich versuche dann eben jetzt an meinem Haus noch ein bisschen hier voranzukommen. Ich hoffe, das gelingt mir. Und ja, zum Glück kann man so schnell schwimmen. Ich habe da auch Depth Strider bestimmt. Ja, Wasserläufer, deswegen geht das so schnell. Okay, was ist das hier? Habe von 4 bis 6 Uhr hier gearbeitet in der Stadt. Okay. Ja gut, nee, das ist nicht von Keanu, das ist von jemand anderem. Alter, das sieht aus wie in Realm Royale in der Lobby. Dieses U-Boot. Irgendwie. Ja. Wenn man halt auf eine neue Runde wartet. Alter, ey, das erinnert mich gerade voll daran. Ja. Und an so Häuser von... Vom Megaprojekt, genau. Im Megaprojekt gab es auch mal so ein ähnliches Haus. Also nicht so, aber so ein bisschen mit diesen Treppen nach oben und so. Ey, sowas will ich auch mal wieder gerne bauen. Ich weiß nicht, ey, sowas kam mir, solche Ideen kamen mir lange nicht. Das ist irgendwie schade. Weil es eigentlich cool ist. Also ist hier so eine Pistentür. Lol. Hier ist so ein Pfeil. Ich will ja nichts kaputt machen, also ich gehe mal lieber li wieder. Ne? Aber scheint ein cooles Haus zu sein auf jeden Fall. Ja, nicht schlecht, Alter. Was hier in der Stadt passiert, ne? Eigentlich hatte ich überlegt, noch ein Thema anzusprechen, aber ich komme irgendwie gar nicht dazu. Weil hier wirklich schon wieder einiges zu zeigen ist. Alter, wie die einfach zur Seite springen. Hat die eine Meise? Oh Mann, was geht hier ab? Alter, die Spinneninvasion, ey, was ist das? Na, jedenfalls habe ich jetzt auch einiges schon in meiner Ender-Chest gesichert, ne? Hier wurde nämlich noch eine Kiste geklaut. Also hier standen noch die Kisten rum, nur halt unser Haus war weg. Und ja, da habe ich jetzt eben hier hingeschrieben, weil hier eine Kiste fehlte, habe ich die restlichen Items mal gesichert. Habe das auch Rieze geschickt, damit er Bescheid weiß, ne? Weil, ja, war ja auch irgendwie sein Haus hier. Ich weiß halt nicht, wie lange er nicht online war. Ich weiß auch nicht, wem diese Sachen hier gehören, ne? Oh nein. Weg, Alter. Aber gut, der kann eh nichts zerstören, aber trotzdem hatte ich jetzt irgendwie Angst. Naja. Jedenfalls hier, das sieht irgendwie danach aus, als hätte der dieses Buch von mir geklaut. Mir fehlen nämlich sehr viele Reparaturbücher, deswegen habe ich die restlichen hier mal reingetan. Ich hatte da irgendwie noch 10 weitere. Und die sind halt jetzt alle weg, ne? Und ja. So ein bisschen Zeug habe ich halt in meinen Kisten gesichert noch im Haus. Und das hier ist so das, was ich aktuell als wertvoll ansehe. Also auch Holz selbst, ne? Weil ich habe halt echt nichts so, ne? Deswegen muss ich auch Holz sichern. Weil selbst das ein bisschen dauert, um das zu farmen. Ja, Leder habe ich auch gesichert hier. Also damit auch wirklich nichts mehr passieren kann. Und ja, ich werde mir demnächst eine eigene Ender-Chest bauen. Brauche ich aber noch Obsidian und so. Und dann kann es ja vorangehen. Dann will ich auf jeden Fall so einen Garten bauen und so. Und mal sehen, was ich noch so mache. Ja, das ist erstmal so mein kleines Haus. Ich habe mir jetzt hier so eine Einrichtung einfach mal überlegt, ne? Ich denke mal, das ist ganz gut. Dann habe ich halt oben so ein Bett noch stehen. Und das war's eigentlich schon. Also nicht viel, was hier los ist. Aber immerhin, ne? Ja, hier ist dann noch ein bisschen Kram drin. Ich weiß auch nicht, woher diese Akazienschilder kamen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Naja, und jetzt brauche ich halt noch ein Thumbnail. Mal sehen, was ich da nehme. Eigentlich die Stadt müsste ich nehmen, ne? Irgendwelche Häuser oder so. Ja, ich glaube, ich gehe einfach mal in ein anderes Haus und mache dann da einen Screenshot. Ja, ich würde sagen, ich nehme mal sowas hier als Thumbnail, ne? Und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht hier mit dem Projekt und so. Ja, ich wollte gerade schon aufhören mit der Aufnahme, aber dann fiel mir auf, ich habe 2 Minuten zu wenig. Das war jetzt auch wieder ein bisschen Fail. Das war einfach, weil ich die Stoppuhr irgendwie zwar mir gestellt habe, so, also hier unten in Outer City, aber ja, ich habe schon 2 Minuten vorher weggeschnitten quasi und ach ja, das war jetzt wieder komplett Brain AFK, würde ich sagen, ne? Ja, jedenfalls würde ich sagen, beende ich gleich mal das Video. Also mal sehen, wie es ja weitergeht mit dem Projekt auf jeden Fall. Und ich denke mal, ich werde da ja mein Bestes geben, sagen wir mal so. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Ich weiß gerade irgendwie gar nicht mehr, was ich reden soll. Ich bin gerade gar nicht mehr in der Phase, noch aufzunehmen. So komplett aus dem Flow raus. Also, das ist gerade komplett merkwürdig. Und ich glaube, ich wiederhole mich wieder total oft. Oder meistens, wenn ich so einen Redefluss habe, dann ja, überlege ich gar nicht so richtig, was ich rede und erzähle dann immer irgendwie alle Wörter doppelt. Jetzt gerade überlege ich so ein bisschen immer im Kopf, was ich laber quasi. Und ich glaube, jetzt passiert das nicht. Aber sonst, vorhin ist es safe wieder die ganze Zeit passiert, dass ich die ganze Zeit zwischendurch sage, und ja und sowas, ne? Oder,
und solche Doppelungen immer. Ich hasse sowas irgendwie, wenn ich mir die Folge dann angucke. Keine Ahnung. Das ist immer übel. Und Alter, ich kann nicht wechseln. Hä? Ich dachte, das ist aus. Hä? Vorhin war das doch ausgestellt. Ich hatte vorhin Creeper, die explodieren. Da war nix. What the fuck? Hä? Ich blick grad gar nicht mehr durch. Ja, jedenfalls, ich find's cool, dass ich mal so eine Sachen auch für die Stadt gemacht habe. Also jetzt mal diesen kleinen Shop da gebaut, ne? Ich denke mal, da werde ich auch in der Richtung ein bisschen weitermachen. So Kleinigkeiten einfach bauen. Das ist, denke ich, das, was ich am besten kann. Mit der Zeit, die ich habe und so weiter. Und ja. Ja, ich fix das mal gleich noch nach der Folge und würde sagen, das wär's jetzt erstmal. Also danke fürs Zusehen. Sorry, dass ich irgendwie wieder so verwirrt war. Aber ja. Ja, egal. Tschüss.